Siegen setzt neuerdings auf Wasserstoff, zumindest beim Müllsammeln. Das allererste Wasserstoffmüllfahrzeug in Südwestfalen muss jetzt regelmäßig an die Wasserstofftankstelle. Das hier, das hat jetzt eine Leistung von 2 Brennstoffzellen und 4 Tanks. Also wir schaffen im Einsatz, wenn das Auto ist, gute 200 Kilometer. Das Ganze steckt also noch in den Anfängen. Zudem ist der Betrieb noch teuer. Der Müll-Lkw kostet knapp 1 Million Euro und ist damit mehr als 3-mal so teuer wie ein herkömmlicher Lkw. Ein weiteres Problem: Wasserstoff ist nur in geringem Maße verfügbar. Das will die Bundesregierung jetzt ändern und kündigt am Mittag an, die Erzeugungskapazitäten bis 2030 zu verdoppeln. Mit dieser Wasserstoffstrategie, die wir heute verabschiedet haben, machen wir noch mal Tempo. Denn es ist ganz klar, wir wollen natürlich die Energiewende schaffen, wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Wir brauchen aber auch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in unserem Land. Und insofern ist das heute ein Startschuss, weil es schafft Planungssicherheit für die Unternehmen, auch für die Kommunen und alle, die daran beteiligt sind. Produziert wird Wasserstoff mit Strom. Durch den Prozess der Elektrolyse wird Wasser in die Gase Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Dieser Wasserstoff soll künftig in der Industrie und vor allem im Luft- und Schiffsverkehr fossile Brennstoffe ersetzen. Allerdings wird für die Herstellung extrem viel Strom benötigt. Und das ist der Knackpunkt. Die Ausbaurate der erneuerbaren Energien hinkt hinterher, hinter dem, wo sie eigentlich sein müsste. Und wenn wir jetzt noch riesige Mengen an Strom für grünen Wasserstoff benötigen, dann werden natürlich die Ausbauziele noch mal ambitionierter. Und von daher muss man wirklich aufpassen, wo man Wasserstoff einsetzt. Ja, der muss dort eingesetzt werden, wo es ganz schwierig ist, mit Alternativen zu arbeiten, weil es sonst eben dazu führt, dass wir viel mehr Strom brauchen. Weil die Ressourcen knapp sind, will Deutschland künftig rund 1/3 Wasserstoff selbst produzieren. Die anderen 2/3 des Bedarfs sollen aus dem Ausland kommen. Vor allem aus sonnenreichen Ländern, wo große Mengen Solarstrom erzeugt werden können. Die dafür nötigen Anlagen, Speicher und Leitungen sollen deutlich ausgebaut werden. Die Länder, die grünen Wasserstoff sehr günstig produzieren können, sind natürlich die Länder, die auch ein sehr hohes Potenzial haben für erneuerbare Energien, ja, besonders Solarenergie. Das sind aber auch oft Länder, die weit weg sind. Ja. Also wenn wir jetzt hören, dass Australien oder Chile Wasserstoff herstellen und dann nach Deutschland importieren sollen, das muss man erstmal abwarten. Also die Transportkosten sind da doch sehr, sehr hoch. Die Ziele der Bundesregierung sind äußerst ambitioniert und sie müssen mit der Industrie eng abgestimmt werden. Deshalb hat sich Wirtschaftsminister Habeck direkt nach der Pressekonferenz auf den Weg nach Duisburg gemacht.